Wir sind zurück beim Metro, haben eben das Heft eingesammelt, wie wir es in der letzten Folge versprochen haben. Da gucken wir jetzt mal rein, was da vorne steht. Ins Tagebuch. Eintrag 2. Ah, haben noch keinen verpasst. Sehr gut. Sieht so aus, als ob Generalsekretär Moskvin von der roten Linie nicht viele Entscheidungen trifft. Es scheint, dass er selbst Korbuts Geisel ist. Der einäugige General, der ist einäugig gewesen? Das einäugige General hört sich an wie so eine Verniedlichung. Egal, weiter geht's. Hält ihn mit einer Hand im Schwitzkasten. Ja. Okay, gut. Während er mit der anderen Figur auf diesem riesigen Schachbrett, während er mit der anderen Figuren auf diesem riesigen Schachbrett versetzt, dass die Metro für ihn ist. Aber warum toleriert der Generalsekretär solche äußere Anmaßungen und gibt sich dessen Forderungen hin, wenn er ihn doch eigentlich einfach entlassen oder hinrichten lassen könnte? Wie bei GameStar auch. Ja, müssen auch damit rechnen, jederzeit entlassen oder hingerichtet zu werden. Quatsch. Was macht Korbut so stark? Wissen vielleicht? Ich muss mich mit Pavel treffen. Er kann mir bestimmt alles sagen. Wir werden sehen, wie er weiterhin seine Lieder über Gleichheit und Brüderlichkeit und über einen Staat für jemanden singen wird. Dieser Verräter. Weil eigentlich wissen wir das doch schon, was er jetzt gerade fragt. Warum der Korbut so ein bisschen in der Hand hat, ist doch, dass er ihn an die Spitze verholfen hat. Er hat seinen Bruder praktisch beiseite geschafft, damit er der neue Generalsekretär wird. Ja. Hat er in seinem Tagebuch wieder nicht aufgepasst. Echt? Wir hingegen natürlich perfekt aufgepasst. Schlamper Artyom passt nicht auf. Nee. Oh, da war noch einer gewesen. Hatten wir das nicht? Das haben wir doch in der letzten Folge schon gemacht gehabt, oder? Ja, ich glaube schon. Klimper. Die Schleichprofis. Ich sehe jetzt gerade, guckt hier ne? rausstiefeln, aber ja. Man kann leider nicht um die Ecke schauen. Wird man ja witzigerweise im nächsten Call of Duty können, ne? So um die Ecke schauen. Ich kriege ja bei den ganzen Call of Duty-Spielen noch nichts mit. Dass sowas Einzug in Call of Duty hält, wo doch man doch immer glaubt, dass das Anspruchsloseste sei. Und da kann man sich plötzlich rauslehnen, so ein ganz altes PC-Spiel. Weiß nicht, ob man das braucht. Ja, muss man halt mal schauen, wie das zurechtkommt. Ich habe ja Call of Duty 4, ist das letzte, was ich gespielt habe, das erste Modern Warfare. Fand ich damals cool. Seitdem habe ich keins mehr gespielt. Ach, für so, wie gesagt, 2 Abende im Jahr die Solo-Kampagne durchspielen, das passt schon immer. Ich hätte auch mal durchaus Lust, mal eins zu probieren davon, mal schauen. Vielleicht das nächste. Jetzt wäre jetzt wieder da, wo die Bahn vorhin war, oder was? Fahren wir lieber mit der Bahn. Ich mache mal das Licht aus. Bestimmt kommt er gleich angestiefelt. Und lege ihn schlafen. Obwohl sie aber total entspannt bleiben. Das Licht geht aus, aber... Ja, stört sie nicht doll. Na gut, das ist Russland, die sind das gewohnt. Aber das ist doch die Rückseite von der Bahn. Moment, dann, bevor ich hier weiterlaufe, schaue ich mal ganz kurz, ob das Licht jetzt eine ganz schöne Pause zwischen dieser und der letzten Folge. Eine Woche locker, oder? Also für uns, für die Aufnahme, ja. Ja, genau. Und sind wir jetzt irgendwie... Nee, wir kommen schon in der richtigen Richtung. Nee, das war schon. Aber hier waren wir ja noch nicht, oder? Hier? Wir sind ja gerade... Ich dachte, hier wäre noch eine... Nee, warte mal, hier ist doch was. Genau, wir sind entkommen. Was passiert in der letzten Folge? Wir wurden erst von Pavel da hinterrücks gefangen genommen. Hier geht's nicht weiter. Sind dann entkommen, weil uns der Sohn von einem Folterknecht oder von dem Generalsekretär, von genau, wem war das der Sohn? War es von dem Korbut? Ja, von dem, nee, von dem, der eigentlich sein Vorgesetzter ist. Ah, von dem. Also vom Generalsekretär, genau. Und der hat uns befreit, weil er damit nicht einverstanden ist, was der so macht. Ein kleiner Rebell. Der ist aber auch etwas holprig jetzt eingeführt worden, die Figur. So, ja, der ist jetzt so da und wer weiß, ob der nochmal eine Rolle spielt. Gut, was heißt holprig? Wir sind ja auch eben erst angekommen. Die ganzen Figuren sind alle neu für uns. Der spielt wohl in dem Buch Metro 2034 eine Rolle. Ah, okay. Für Leute, die das Buch gelesen haben, ist das anscheinend... Ne. Boah, es ist hell hier. Also ja, aber für das Spiel ist es dunkel. Also wir haben das Gamma übrigens ein bisschen hochgedreht. Viele haben geschrieben, dass es irgendwie auch mal auf dem Smartphone oder auf dem Tablet schauen. Und da ist es schon gewollt dunkel, aber es ist dann da tatsächlich so dunkel, dass man eigentlich fast gar nichts mehr sieht. Sie haben das Gamma ein bisschen hochgedreht. Und hoffentlich ist das Richtige für euch. Schreibt mal in die Kommentare, ob das passt. Wir versuchen immer so ein bisschen auf eure Anmerkungen einzugehen. Das war aber schon hell. Vielleicht kannst du links rum, ganz links außen rum. Ja, das ist ja... Oh, jetzt haben wir irgendwas lang genug gehört. Wahrscheinlich deren Dialog, den wir nicht gehört haben, weil wir ihn nicht gehört haben. Aber wir haben ihn gehört, also Artyom hat ihn gehört. Hoffentlich schreibt er in sein Tagebuch, damit wir auch Bescheid wissen. Nee, guck mal, das ist doch die gleiche Bahn. Da hinten sind wir doch lang geschlichen. Ich weiß. Guck mal, jetzt ist das Licht ausgegangen. Hat er hier fertig gebaut?
Schalten wir den mal aus. Steht da gerade so schön dumm. Ha, siehst du? Rauchen ist tödlich. Da war nicht geraucht, oder? Ja, doch, da war doch hier so, hing hier gerade so Rauch in der Luft. Das ist ganz gefährlich mit dem Fritz. Da hing so Rauch in der Luft, dann zack ich von aufs Maul. Nee, wir haben ihn ja nicht umgebracht, hier beim Bus. Kannst du übrigens auch Messer werfen, das spart Munition, ne? Warte, ich muss mal kurz gucken, ob ich tatsächlich ein Messer drauf habe. Ja, habe ich. Nicht, dass ich da Sprengstoff hin habe. Ich muss mal ganz kurz ausprobieren, wenn ich jetzt hier das Licht ausmache. Ich meine, es ist halt schon arg albern. Wie dunkel soll das da sein? Ach ja, stimmt. Kein Stress. Es stört ihn offensichtlich. Also es ist sehr dunkel hier offensichtlich für die Spielfigur. Es ist super dunkel. Der dunkelste Ort der Welt. So, und hier geht's nicht weiter. Die haben ja auch nicht das Kamera hochgedreht wie wir. Ach so, das Licht geht gar nicht. Dann machen wir das aus. Zack. So, kommen wir da rein. Schon sieht man wieder, dass wir Physics anhaben. Grünes Licht ist ja immer gut. Wir müssen das Spiel jetzt wieder ein bisschen erarbeiten. Wie gesagt, diese lange Pause. Ich glaube, es geht viel auch so um Schießen und Schleichen. Das habe ich festgestellt. Einen Moment. Eine Überprüfung der Ausrüstung. Na, guck, aber hier ist neu. Lass mal das Licht aus. Standard. Das stört übrigens bei der Überprüfung der Ausrüstung niemand, dass zwischendurch das Licht ausgeht. Nein, warum auch? Soll ich mal hier hoch? Oh, ja. Oh. Was ist das? Ach nee. Noch mehr viel. Wie viel denn schon oben, oder? Ja. Ach so, das sah eben gerade so aus, als wäre ich runtergefallen. Nee, hast du schon geschafft. Haben jetzt den Fehler eingesammelt? Da stehen jede Menge Leute. Geh auch mal rüber. So, paar Lieben. Okay. Da wären wir gekommen, ne? Wir wollen eigentlich jetzt einfach nur weg erstmal, ja, oder? Ja, okay. Wir wollen fliehen. Oh, da ist ein Durchgang. Schieß ihn mal weg, den Typen. Mit dem redet mit keinem, oder? Der steht mir doof rum. Mit dem redet ja eh keiner. Ist ja aber das Licht ausgegangen, oder? Ja, oder lass ihn in Ruhe. Zack. Wahrscheinlich testen die hier irgendwie unterschiedliche Sachen durch und schalten auch immer wieder irgendwas aus. Licht oder so. Moment. Separator. Ha, sehr gut. Gut aufgepasst, Christian. Wir haben 340 von diesen militärischen Patronen schon. Mhm. Könnten wir mal Geld verprassen gehen. Ja, aber sowas von. Einkaufen gehen. Aber jetzt kommen wir mit unseren Waffen ja gut dahin, oder? Die einzige krasse Szene war an der Oberfläche, als es da mal richtig rund ging. Ja, gegen das Vieh, ne? Gegen die ganze Horde. War das. Wo bin ich? Oh, scheiße. Schieß den weg. Gleich noch ein Filter. Und noch ein Filter. Moment, warte mal. Das Ausdrehen. Wo soll ich hin? Dahin soll ich. Wir haben das übrigens falsch gemacht mit dem M drücken, ne? Das geht schon auf der Tastatur, das wieder auszumachen. Man muss halt M gedrückt halten. Warum sagt mir das Spiel das denn nicht? Ja, das ist ähnlich wie mit dem. Bisschen blöd gemacht. Vielleicht, das haben wir vielleicht übersehen, dass das irgendwo mal stand, aber das die Lampe wieder aufladen mit Akku. Da muss man F gedrückt halten. Ja, ist auch ein bisschen. Also vielleicht haben sie es mal gesagt. Es kann gut sein, dass wir es übersehen haben. Es passiert halt schnell beim Let's Playen. Aber das steht halt leider auch nicht in der Tastaturbelegung. Das ist halt so ein bisschen komisch, dass sie es nicht mal hingeschrieben haben, so für den Fall, dass man es verliert. Da klingelt dein Handy. Sag mal, habe ich mir jetzt total verlaufen? Wo bin ich denn? Sind wir von da gekommen? Wir sind gerade hier oben rübergegangen. Genau, dann sind wir hier unten lang. Also müssen wir doch hier weiter. Warte. Guck halt auf deine Karte. Das sieht hier halt in dem blöden Raum alles gleich aus. Ach, hier. Ah, guck mal, hier steht schon einer. Jetzt liegt er gleich. Wie viel also, mit haben sie denn? Ich möchte jetzt hoffentlich bald an die Oberfläche, denn ich will hier Filter ausgeben. Ich schmeiß eine Runde Filter. Ich dachte, du bist gegen Rauchen. So. Ja, deshalb verteile ich ja Filter. Jetzt müssen wir da hoch. Moment, das ist aber schon gefährlich hier. Knipst du die ganze Arbeitsmannschaft von denen aus? Wenn wir hier fertig sind, können die Roten eh keinen Angriff mehr starten, weil alle tot sind. Moment, so. Das ist schwierig oben.
Jetzt sind wir hier. Guck mal, was du hier machen kannst, hier oben vielleicht. Vielleicht den Strom ausschalten. Temper. Scheiße. Die haben dich gesehen, ne? Du hast ein Licht. Ja, woher soll er das wissen? Ist aber ein bisschen Action jetzt hier. Zack. Na. Was liegt hier noch rum? Da links liegt was auf dem Tisch. Ach, schau mal. Zeit zum Lesen. Gerechtigkeit, Gleichheit, Frieden. Boah, hör auf damit, Christian. Ey, kriegst du Erinnerungsflashs? So DDR. Moskvin weiß, wie man zuschlägt, wo es wehtut. Er mag seltsam erscheinen, aber sie haben recht. Wenn wir keine Einigung erreichen, nicht aufhören zu kämpfen, dann werden wir uns selbst schneller erledigen, als es die Mutanten könnten. Die Kommunisten benutzen den Bunker, der vom Orden gefunden wurde, ebenso wie die Faschisten als Köder. Und das gewöhnliche Volk schluckt ihn mit Haken, Schwimmer und Leine. Und das war's. Krieg. Wohlstand muss mit Blut erkauft werden, damit die Menschheit der nächsten Generation eine strahlende Zukunft haben kann, muss die jetzige entsorgt werden. Gottes Willen, was ist er denn drauf? Ja, ich glaube, er nimmt das so ein bisschen, so überzeichnet das, was die anderen so sagen ungefähr. Da kommen sie schon, die Kollegen, oder? Nee, das ist wieder Ventil. Die sind nur lauter geworden, deswegen dachte ich, die sind jetzt näher. Du bist irgendwie am Hellen, ne? Oh, shit. Wenn man an der Uhr sieht. Ah, das sieht man jetzt hier immer so blöd. Haha, ja, jetzt hast du das mal. Ja. Sehen wir das auch mal. Vielleicht aber sollten wir einfach mal abhauen. Wo sollen wir denn hin? Da so, jetzt gehen wir da weiter. Ach, warte mal, hier ist ein Schalter. Ah, okay. Hä, hey, was ist denn jetzt los? Haben die irgendwie Gas hier reingeleitet oder was? Ach ja, haben die nicht irgendwie gesagt, sie würden irgendwie Gas... deshalb sind da so viele Filter. Das ist cool. Gas, wenn wir nicht entdeckt wurden, hätten wir es gar nicht gebraucht. Dann so. Weg hier. Ach, jetzt ist der aus. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Ja, die Schießerei war ja unbedingt notwendig. Aber jetzt sind wir schon raus hier. Ah, Gott sei Dank, im nächsten Raum haben sie nichts gehört. Gute Schalldämpfung. So, schön leise. Vielleicht bleiben wir diesmal unentdeckt. Kannst du die Gasmaske wieder abnehmen hier? Sehr gut. Da kommt der Sparerfuchs durch. Ja, hallo, Filter sind teuer. Das ist blöd, ne? Wenn man dann nach vorne drückt, geht wieder nach oben. Das ist total kontra. Das ist überhaupt nicht intuitiv, wenn man halt gerade diese Bewegung nach vorne macht und dann geht er automatisch wieder nach oben. Ah, das war richtig. Richtig. So ist es halt im echten Leben auch. Man kriegt immer Karma-Punkte fürs Zuhören. Zumindest bei den Frauen ist das so. Das sind auch mal Karma-Punkte fürs Zuhören. Das stimmt. Dann kriegt man das gute Ende. Wenn man dann genug zuhört. So ist das halt. Der Martin. Ja, ich muss den jungen Zuschauern mal ein bisschen was beibringen, ja, wie man im Leben vorwärts kommt. Wie das halt so funktioniert, ne? Oh, das war knapp. Den sehen sie nicht, oder? Ach doch, da hinten. Der sieht. Ach, der schläft halt, mein Gott. Das Päuschen. Bisschen Wodka halt, zu viel Wodka gehabt. Der liegt halt mitten im Licht. Ah, Mistalarm. Ja doch, jetzt wundern sie sich. Aber sie haben uns noch nicht entdeckt, von daher. Nee. Dann bolzen wir die jetzt einfach nacheinander weg, wenn wir dabei nicht entdeckt werden. Oh, muss aufpassen, müssen mit der Leuchte auf dem Kopf. Uns noch nicht geortet. Knallen wir einfach der Reihe nach weg. Schön viele hier. Ja, schön schon. Was los. Ist auch ein bisschen unvorsichtig. Zum Glück rechnen sie nicht 1 plus 1 zusammen. Oh, das hat zu lange gedauert. Jetzt wahrscheinlich mit dem Gas los. Oh, wer kommt jetzt? Sogar Laservisiere. Oh, die schweren. Warte mal. Au. Nimm lieber das automatische Gewehr. Ach, das geht doch ganz gut. Voll uns reingeglitscht. Hau ihn weg. Scheiße.
War ja, glitchy. Das Spiel ist aber sehr großzügig hier mit uns, dass wir noch nicht tot sind. Du spielst auch auf normal, nicht auf Ranger, extra hart. Extra hart. Aber hier machen sie kein Gas rein jetzt, oder? Das machst du schon. Hau sie weg. Ich mag das halt nicht so gern, dass, weil das so lange nachlädt immer. Ach du Mögen. Oh, hier mal einen schönen Kopf wegzimmern. Muss ja nicht immer so viel nachladen. Was ist das hier eigentlich? Ach, hier ist ein Raum. Ja, dann seht auch mal ein bisschen Action. Das wolltet ihr doch. Seid doch ehrlich. Ich wette, unter diese Folge haben sie am Anfang runtergeschrieben, boah, wenn die jetzt mal ein bisschen kämpfen würden in diesem Shooter, oh, nicht immer so rumschleichen, das fänden sie total cool. So, praktisch den Wünschen zuvor gekommen. Au, au. Ja, vielleicht sollten wir uns auch langsam mal verpissen hier. Nee, wenn, also wenn, dann räume ich jetzt hier auf. Ich habe die jetzt alle gekillt, jetzt will ich auch ihre Beute haben. Nee, ihre Waffen will ich nicht. Dann ist jetzt hier Ruhe. Ja, genug. Ruhe im Karton. Wenn du hier schon alles zusammengeschossen hast, dann willst du jetzt auch hier ihre Sachen klauen. Na gut. Was wäre denn hier gewesen? Moment mal. Ja, das werden wir jetzt gleich die Tür sehen. Sieht da hinten so verlockend aus. Die leuchtet rot. Aber alles nur Quatsch. Nix. Betrug. Hier kommt wahrscheinlich die Verstärkung her aus den Räumen. Also diese schwer gepanzerten sind ja immer die Verstärkung, die dann kommt, wenn der Alarm ausgelöst ist. Und die kommen ja tatsächlich aus irgendwelchen Räumen raus. Möglicherweise kamen sie von da. Also irgendwann müssen wir mal so eine AK mitnehmen. Aber vielleicht erst, wenn wir mal einen Schalldämpfer finden. Ja, aber da braucht man nicht unbedingt den Schalldämpfer drauf. Ah, guck, zu lange gebummelt. Aber ich hätte, wenn denn die hier getauscht. Hätten wir den nicht ausmachen können, den Alarm? Wie denn? Weiß ich ja nicht. Niemals Alarm ausgemacht? Du hast nicht. Ich habe auch nie Alarm angemacht. Hä? Ist ja witzig. Ach, das ist ja geil. Matroschka. Und da liegt da eine drin. Oh, 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 hier kommen die schweren Jungs. Die schweren Jungs. Die sind aber echt gut gepanzert, ne? Also ja, dann zieht halt schon auf den Kopf. Davon. Kann man die ausschalten? Nee, ne? Probier's mal. Nee, oh. Lieber irgendwo in Deckung gehen und dann halt. Vielleicht gucken, wie sind die am Kopf gepanzert? Versuch mal da durch mal. Die Tür durch, warte mal. Willst du die gar nicht ausschalten, oder was? Die haben Scheinwerfer, die haben so diese Head. Ich muss jetzt nicht unbedingt. Ach, gegen die zwei, jetzt wirst du plötzlich hier so viel Munition verschwenden. Wir haben noch nie unsere harte Munition benutzt, ne? Nee, will ich auch gar nicht mit anfangen. Können wir von der Sachen brauchen. Du willst wieder nur Geld ausgeben. Ui. Ups, das ist das Beste, wenn man gerade auf der Flucht ist, unentdeckt bleiben möchte. Atjom denkt manchmal nicht so richtig mit. Was ist denn los mit dem? Aber er passt dann auch sehr zu uns. Was ist denn los mit dir? Zu dir vielleicht? Also geil, die sie nie von Raum zu Raum mitbekommen, dass was los war. Hier ist wieder alles in Ordnung. Ich hole doch gerade auch den Leuten zu. Verdammt, die sind schon eine Plage. Vielleicht sollten wir einfach das Tor zuschweißen und retten das aus dem Kopf. Und was, wenn wir schnell nach Venedig müssen? Wie soll das gehen? Einen Zug durchs Territorium der Hansen nehmen? Vergiss es. Die einzige Möglichkeit ist es, diese verdammte Wache hier zu schieben. Okay, das hier ist wieder so ein Wachposten halt vor der eigentlichen Station immer, womit sie diese Tunnels bewachen, oder? Mhm. Sehr cool. Also haben wir eigentlich die Flucht total fast auf geschafft. Venedig. Auf der Karte war das auch schon zu sehen. Da kommen wir bestimmt noch hin. Ja, ich denke mal auch, die haben auch gerade darüber gesprochen. Und wir haben jetzt scheinbar einen Großteil der Flucht jetzt hinter uns gebracht. Mal gucken, ob wir wirklich rausgekommen sind. Aber das seht ihr auch erst in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.